Entschuldigung, darf man hier nicht mal vom Club kommen? Und das ist ja unfassbar. 5.45 Uhr morgens. Kuchen am Start. Wir ja, armen. Schön früh ist das hier. Wir armen Menschen. Davis, wie geht's dir? Total gut. André, wie geht's dir? Ganz schön früh. Geil. Katrin, alles klar bei dir? Kannst du auch einen Tee? Machst du einfach heißes Wasser und dann... Trinke ich das. Wie? Aber ich kann dir auch einen Tee machen. Geil, danke. Kulturtag 1. Hannover. Today. Yeah. Nee, also ist auch noch in Berlin. Ah, so. Das ist jetzt Kulturtag 1 Berlin. Wir fahren gleich nach Hannover, Leute. Ah, fuck. Kuchen ist on fleek. Veganer Möhrenkuchen. Lasst euch von Felix das Rezept geben auf der Tour. Das wird ihn sicher freuen. Lass den haben, Felix in Ruhe. Du kleine Sau, du. Du sitzt später vor mir. Ich spuck dir die ganze Zeit in den Nacken. Der ist so geil. Boah. Oh, ich hab deine Enttäuschung gerade aufgenommen. Ich hab so ein schmales Stück von diesem Kuchen gegessen. So. Ich hab halt nicht erwartet, dass hier ein Kuchen 2 Tage steht. Morgen. Keine Ahnung, Leute. Fahren wir los eigentlich? Wir sind schon wieder zu spät. Ja, scheiße. Hannover, sorry. Wir schaffen es erst nach München. Ich glaube, das war doch der andere Tank, oder? Wo ist Felix eigentlich? Boah, ich hasse Daniel, ne? Oh Mann, Alter! Müssen wir jetzt laufen, Leute? Ich hab's nicht geschafft mit dem Wagen. Ich hab's verkackt. Ja, es ist immer noch pünktlich. Wir schaffen das. Wir haben noch 5 Minuten. Wie falsche Richtung? Na, ich hab den vom Klo abgeholt. Sag mal, Daniel, kurze Frage. Was kannst du? Es tut mir leid. Wo ist das Auto? Ich bin dumm. Ich bin! Hat jemand eigentlich mein Zeug mitgenommen? Was für Zeug? Im Ernst? Nee. Jetzt ist das dein Ernst? Was für Zeug? Was für Zeug? Was für Zeug? Eine Tasche vielleicht? Was für eine Tasche? Wo stand deine Tasche? Da stand keine Tasche. Future on Tour, Leute. Der dumme Kuchen. Hey, sag nichts gegen den Kuchen, der ist echt geil. Ich wollte ihn einpacken. Wir essen einfach in der Wand. Ich hab Kuchen in der Hand und laufe jetzt durch Berlin. Wo fahren wir jetzt hin? Proberaum. Und dort laden wir den ganzen Kram, den wir gestern verpackt haben, schön in den Transporter ein. Und dann geht's los. So, guck, da sind wir da. Mensch, wie viele Schatztruhen hier. Ja. Alright. Da sind sie doch alle. Vereint. Beim Arbeiten, während ich einfach nur die Kamera halte und ein bisschen laber. Kisten, 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 Jakob, Goldmann, Felix, Kisten, 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 Jakob, Kisten, 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 Felix, Kisten, 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 Pissen, Pissen, David, Davis, Kisten, oh, André. Pisse, Pisse. Reicht das immer noch nicht, oder was? Nee, wir haben drin jetzt noch 10 Kisten und dann passt das irgendwann. Personal Stuff so ein bisschen. Drin sein Eigentum. Boy, boy. Ist jetzt alles hier drin? Oh. Dann gehen wir ins Auto und fahren los, oder? Wir zwei jetzt? Ja. Alles klar. Come on, man. Oh. Schlüssel, Bro! Nein, ich habe vorhin einen Clip gemacht, wo ich gesagt habe, wir sind immer timingmäßig immer am Start so. Und was sage ich jetzt? Wir sind einfach zu früh. Felix, du lebst in einer Parallel-Realität. Nein. Wir kommen immer zu spät. Nein. Glück, dass wir nicht in Stau gekommen. Nein. Nein.
Nein! Und ich sehe genau, dass du ranzoomst. Ja, bei jedem. Nein! Dieser Zoom, er wird diese Vlogs dominieren. So, und jetzt hattet ihr auch noch ein Hair-Tutorial mit Jakob, während ich quasi die ganze Zeit gefilmt habe. Ich gehe rein. Ja, lass mal reingehen jetzt. So. Hey, na, es geht. Ha, was geht ab? Ey, wo sind wir denn hier, Jakob? Wir sind jetzt in Hannover. Hannover? Im Musikzentrum. Die Disco-Kugel finde ich besonders schön da oben. Die wird ja hoffentlich angenommen. Ist geil. Ich glaube, jetzt machen wir mal ein Backstage-Tour, oder? Jutti. So. Hier ist es sehr warm. Wie zu Hause. Ja, es ist nice. Ja? Ja? Wir haben euren Spaß. Nach dem Gig bin ich so richtig ausgelaufen, dass mir dann wieder auf die Bahn gekippt ist. Perfekt, Energy Drink. Einfach aufploppen und genießen. So wie ich mit meinem Mineralwasser, oder? Nein, nein! Kannst du es nochmal umdrehen? Oh, so ein bisschen Rumtour, Rumgenörde heute. Ein Tipp für Musiker. Wir haben folgendes Problem. Diese Schraube hier ist hier raus, also die hält nicht mehr. Ja, aber da gibt es einen ganz einfachen Trick, den euch Meister Goldmann jetzt zeigen wird. Am besten einfach Streichholz nehmen. Wenn ihr es richtig fest haben wollt, vorher ein bisschen Holzleim rein. Aber sonst geht auch jetzt erstmal so, Streichholz rein, passgenau abbrechen. Es muss ja nicht schön sein. Genau, sondern funktionieren. Wenn ihr jetzt die Schraube wieder reindreht, habt die Schraube wieder genug Holz zum Greifen und das Ganze hält wieder. So einfach geht das. Ui! Ich hatte hier auch schon den ersten Roadschaden. Also dieses Ding hier ist abgebrochen während der Fahrt im Cave. Ganz blöd gelagert, aber kein Problem. Ein bisschen Gaffer, Holz und Nagel tut's auch und hält wahrscheinlich besser als das vorherige. Das ist der Straßenstyle, Leute. So. Also wir sind jetzt mitten im Soundcheck, so ein bisschen. Da seid ihr. Gleich. Und da sitzen sie alle. Jetzt beginnt nämlich der spaßigste Teil vom Live-Auftreten. Wir haben uns alles eingestellt. Mann, warum sabotiert ihr mich denn alle die ganze Zeit? Das Warten beginnt jetzt. Ah, das Warten. Nein, ich hab den Was machst du denn? Ich hab's genau gesehen. Sind wir aufgeregt, Herr Denzer? Nö, ist ja eigentlich alles gut. Ich hab gut gegessen. Ich sitze hier hinten im Backstage. Nö, alles gut bisher. Ich bin mal gespannt, wie es gleich wird. Aber es ist ja auch noch eine Stunde Zeit. Na? Schnell! Jetzt aber ab an den Merchstand, meine Damen und Herren. Und Freunde und Freundinnen. So, mal geht da auf, ja. Nice. Guck mal hier, sogar bemalte Menschen. Dann hätte ich für den Pullover gerne 2. Ah, das hast du hier. Nehme ich es.